Der LTM 1750. Ein Teleskopmobilkran der Superlative. Der Gigant der Baustellen kann unglaublich schwere Lasten heben. Und zwar bis in schwindelerregende Höhen oder gar über Häuser hinweg. Dieser Teleskopmobilkran made in Germany kann trotz seines gewaltigen Gewichts auf der Straße zum Einsatzort fahren. Und er ist für seine Länge und Breite extrem wendig. Der Bau dieses Monsters, ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Selbstentwickelte Motoren, riesige Teleskopausleger und ganz viel Hightech. Ehingen in Baden-Württemberg. Das Stadtpanorama wird dominiert vom Werk der Firma Liebherr. Das Familienunternehmen ist Weltmarktführer bei Mobil- und Raupenkranen. Rund 30.000 Mobilkrane des deutschen Herstellers sind derzeit weltweit im Einsatz. Auf einer Fläche von fast 1 Million Quadratmetern, die zu einem Viertel mit Hallen bebaut ist, stellen rund 4.000 Mitarbeiter täglich 6 Mobil- oder Raupenkrane fertig. König der Raupengitterkrane ist der LR 13.000, der größte Mobilkran der Welt mit maximal 3.000 Tonnen Traglast. Er kann mit seiner Last am Haken am Einsatzort auch umsetzen. Ein weiterer, viel häufiger gefragter Rekordhalter ist der Teleskopmobilkran LTM 1750. Er ist der größte Mobilkran der Welt, der bei der Fahrt auf der Straße seinen gigantischen Teleskopausleger mitführen kann. Die 108 Tonnen Fahrgewicht des LTM 1750 verteilen sich auf 9 Achsen, womit er genau die maximal zulässigen 12 Tonnen Achslast hat. Das Stahlmonster auf Rädern ist 22 Meter lang, 3,90 Meter hoch und 3 Meter breit. 4 Achsen des Teleskopmobilkrans sind angetrieben und alle 9 sind lenkbar. Maximal 800 Tonnen kann der LTM 1750 mit seinem 52 Meter langen Teleskopausleger heben. Mit aufgesetzter Gitterspitze beträgt die größte Hubhöhe 152 Meter. Das Gewicht, das er heben kann, hängt davon ab, wie weit der Kran auslegt. Bei maximal 116 Metern sind es immer noch 1,8 Tonnen. Der LTM 1750 kostet in der Basisausstattung rund 4 Millionen Euro. Er besteht im Wesentlichen aus 4 Bauteilen. Dem Unterwagen mit Abstützungen, dem Oberwagen bestehend aus Drehbühne und Powerpack, also dem Oberwagenmotor für den Kranbetrieb und dem Teleskopausleger. Die Abteilung Stahlbau im Werk Ehingen. Hier entstehen unter anderem die Rahmenteile für den Teleskop-Mobilkran. Sie bestehen aus mehr als 1000 Einzelteilen, die alle exakt nach dem Konstruktionsplan zusammengefügt werden müssen. Millimeterarbeit für die Schweißer. Ist ein Teil in der richtigen Position, fixieren Sie dieses mit Schweißpunkten. Heften heißt das in der Fachsprache. Erst danach setzen Sie die Schweißnähte. Das fertige Mittel- und Hinterteil des Unterwagenrahmens liegt in diesem Bearbeitungszentrum auf dem Kopf. In die glattgefräste Auflagefläche für die Krandrehbühne werden hier Gewinde zur Befestigung geschnitten. Der 7,1 Tonnen schwere Rahmen der Drehbühne, frisch aus dem Stahlbau. Für das erste Anbauteil müssen die Monteure auch diesen Koloss auf den Kopf stellen.
Die Drehbühne ist ein Teil des Kranoberwagens, an dem vorne der Teleskopausleger und hinten das Powerpack und der Ballast befestigt sind. Die Verbindung zwischen Drehbühne und Unterwagen ist der Drehkranz. Er sorgt dafür, dass der Kranaufbau sich im Einsatz um 360 Grad drehen kann. Diesen Drehkranz müssen die Monteure jetzt an der Drehbühne befestigen. Um ihn in die exakt richtige Position bringen zu können, schrauben sie Zentrierstangen in die Bohrungen der Drehbühne. Nach dem Einfädeln in die Zentrierstangen befestigen die Monteure den Drehkranz, der auch als Rollenverbindung bezeichnet wird, mit 300 Schraubbolzen am Oberwagen. Die Rollendrehverbindung, die wir hier sehen, besteht aus einem Innenring und aus einem Außenring. Der Innenring wird mit dem Oberwagen verschraubt, hier in Rückenlage. Der Außenring später dann mit dem Unterwagen. Zwischen Innen- und Außenring befinden sich Rollenlager, sodass sich der Außenring vom Innenring drehen kann. Am Rahmen des schon grundlackierten Unterwagens verlegen die Monteure Hydraulikleitungen und installieren Hydraulik-Schaltblöcke, die elektrisch angesteuert werden. Der Unterwagen ist im Prinzip das Fahrgestell des LTM 1750 mit Fahrerkabine, Motor, Abstützungen, Achsen und Rädern. Die Achsfederung des Teleskopmobilkrans funktioniert hydraulisch. Monteur Maximilian Schulz muss dafür wichtige Bauteile anschließen, sogenannte Membranspeicher. Später sitzt hier in der Mitte die Achse drauf. Die Achse wird gestützt von zwei jeweils an beiden Seiten befestigten Hydraulikstoßdämpfern. Die sind mit Hydrauliköl gefüllt. Wir benötigen dafür noch Membranspeicher, die am hinteren Teil durch eine Membran abgetrennt vom Öl mit Stickstoff gefüllt sind. Bei dieser Membran sind es 35 Bar. Wird nun Öl von dem Hydraulikstoßdämpfer verdrängt, gerade durch Schlaglöcher beim Straßenverkehr, wird das Öl später hier verbunden mit dem ganzen Hydrauliksystem, verdrängt, führt dann in den Membranspeicher und wird dann reingedrückt. Die Membran wird nach hinten gedrückt, der Stickstoff wird komprimiert und der Stoß von den Hydraulikstoßdämpfern wird somit abgefedert. 18 solcher Membranspeicher müssen die Monteure an das Hydraulikfederungssystem anschließen. Zwei pro Achse. Das Powerpack ist ein Teil des Oberwagens, quasi der Motor für den Kranbetrieb. Sein 6-Zylinder-Diesel mit 435 PS treibt über Hydraulikmotoren und Pumpen die Seilwinden an und liefert den Öldruck für das Heben und Senken und Ausfahren des Teleskopauslegers sowie das Drehen des Kranoberwagens. Das Powerpack wiegt satte 16,1 Tonnen, deshalb kann es immer erst am Einsatzort montiert werden. Es wird zwischen die Ballastgewichte gesetzt und hebt die gesamte Ballastplatte, also das Krangegengewicht, an. Dieses Anheben bewerkstelligen diese Ballastierzylinder. Sie sind 2,3 Meter lang und wiegen je 2,6 Tonnen. Die Montierer Thomas Klei und Alexander Haar bringen sie jetzt am Powerpack an. Beim Einfädeln in die Halterungen müssen die beiden äußerst vorsichtig sein, um nichts zu beschädigen. Dieser 70 Kilo schwere Bolzen verriegelt den Ballastierzylinder während des Transports und nach dem Aufnehmen der Ballastplatte.
Zum Schluss ziehen die Monteure noch die Befestigungsschrauben des Ballastierzylinders mit 1600 Newtonmetern fest. Das Hydraulikaggregat liefert den dafür notwendigen Druck von 284 Bar. In der Großkranhalle des Werks stellen die Monteure das Fahrwerk des Teleskopmobilkrans fertig. Manuel Senn und Lukas Schweikert heben die letzte Achse ein. Es ist eine nicht angetriebene Achse, die nur eine Tonne wiegt, während die vier angetriebenen jeweils 1,5 Tonnen auf die Waage bringen. Die Achse ist jetzt auf dem richtigen Niveau. Die Männer verschrauben die Achsstreben an den Achsböcken des Unterwagens. Diese verstellbaren Achsstreben sorgen dafür, dass die Abstände zwischen den Achsen exakt gleich sind. Das ist wichtig für Spur, Lenkung und Antrieb. Nächster Schritt: die Befestigung der hydraulischen Federungszylinder an der Achse. Die Monteure lassen die Achse langsam ab, klopfen die Achsbolzen ein und sichern sie. Jetzt folgt die Lenkung, die Montage der Lenkstange. Der hat an der ersten Achse mechanische Lenkung und hat hydraulisch unterstützte Lenkung, weil das rein mechanisch nicht realisierbar ist. Und hier oben seht man die Zylinder. Das wäre die Unterstützung, die hydraulische Unterstützung, wie beim Fahrzeug die Servolenkung. Die Lenkgestänge gehen über Umlenkhebel bis zur Achse 5. Dahinter arbeitet ein anderes Lenksystem. Die restlichen vier Achsen werden über unsere Hydraulikblöcke elektrohydraulisch gesteuert. Einmal über die Blöcke hier für die Achsen 6 und 7 und hinten über die Blöcke für die Achsen 8 und 9. Mit den zwei unabhängigen Lenksystemen kann der LTM 1750 die hinteren Räder in eine andere Richtung einschlagen als die Vorderräder. Das bringt dem Teleskopmobilkran eine extreme Wendigkeit. Besonders für den Stadtverkehr, wie hier in Köln, und für schwierige Baustellenzufahrten. An der Einsatzstelle selbst kann er auf kleinem Raum gut manövrieren. Auch bei den Bremsen setzt der Hersteller auf zwei Systeme. Gebremst wird alles bei diesem Gerät mit einer Scheibenbremsanlage. Und die Achse 6 hat zusätzlich noch eine Wirbelstrombremse. Die Wirbelstrombremse erzeugt ein Magnetfeld, die verschleißarm auf den Antrieb wirkt. Dies wird von den Kranfahrern vorzüglich benutzt, damit sie den Verschleiß auf den Bremsanlagen reduzieren. Nachdem auch die Kardanwellen für den Antrieb montiert sind, müssen die Mitarbeiter den Unterwagen in Normallage drehen. Dafür haben die Monteure am hinteren Ende des Unterwagens einen Drehmotor befestigt, der an einem Kranhaken hängt. Das zweite Zusatzgerät für das Drehen des Unterwagens ist dieses Riesenrad. Die 3,9 Tonnen schwere Drehvorrichtung platzieren die Monteure genau vor dem Unterwagen. Jetzt heben Manuel Senn und Lukas Schweikert den inzwischen 23,3 Tonnen schweren Unterwagen an. Dann fahren sie ihn in die Drehvorrichtung ein und verbolzen ihn damit. Lukas Schweikert muss jetzt nur noch die Kranketten am Vorderteil des Unterwagens entfernen. Danach beginnt der Drehvorgang.
Die Drehbühne, die später auf dem Unterwagen sitzt, ist schon fast fertig. Elektriker und Monteure legen die letzten Anschlüsse für die Kabine, aus der der Kran am Einsatzort bedient wird. Auch mit den Anschlüssen zum Unterwagen sind die Monteure fast fertig. Die Leitungen laufen durch den Drehkranz, der bei der Endmontage mit dem Unterwagen verschraubt wird. Die Drehbühne hat zwar eine Seilwinde, aber keinen eigenen Motor. Also die Besonderheit an diesem Kran ist, dass der Oberwagenmotor nicht in der Drehbühne sich befindet, sondern der Oberwagenmotor ist im Powerpack. Da jetzt allerdings zur Fahrt zur Baustelle das Powerpack extern bewegt wird, also mit dem LKW zugebracht wird, muss sich der Kran ja selbst aufbauen. Wie hier auf einer Baustelle bei Flensburg. Der LTM 1750 mit seinen maximal erlaubten 108 Tonnen Fahrgewicht hat sich schon in die richtige Position manövriert und die vorderen Abstützungen ausgefahren. Zunächst muss er die 2 Tonnen schwere Kranflasche aufnehmen, durch die das Hubseil läuft. Danach montiert sich der Teleskopmobilkran die hinteren Abstützungen mit jeweils 4,5 Tonnen. Nachdem sie ausgefahren sind, steht der Kran nicht mehr auf den Rädern, sondern nur noch auf den 4 Abstützungen. Jetzt kann der Kranfahrer die 11 Tonnen schwere Ballastgrundplatte auf den Unterwagen des Mobilkrans setzen. Auf diese Grundplatte kommt noch weiterer Kranballast. Das Maximum an Ballast beträgt beim LTM 1750 204 Tonnen. Erst jetzt kommt per LKW der Oberwagenmotor, das Powerpack. Es wiegt stolze 23 Tonnen. Der Kranfahrer setzt es hinter die Drehbühne zwischen die Ballastblöcke. Erst nach der Montage des Powerpacks, das auch als Primäraggregat bezeichnet wird, kann der LTM 1750 mit voller Kraft arbeiten. Dass der Kran sich selbst aufbauen konnte, auch ohne das Powerpack, liegt an einem wichtigen Bauteil der Drehbühne. Das ist das Sekundäraggregat, das ist so die sogenannte hydraulische Welle. Eine Pumpe ist am Unterwagenmotor, die befördert Druck nach oben in die Drehbühne, speist den Hydraulikmotor, der den ganzen Pumpenstrang antreibt. Der Kran kann also auch ohne Powerpack alle Kranbewegungen durchführen, allerdings in einer reduzierten Geschwindigkeit und auch logischerweise in einer reduzierten Kraft. Die Rohlinge für die Teleskopausleger bekommt der Kranhersteller von externen Zulieferern. Aus den vorlackierten Rohlingen fertigen die Monteure in dieser Halle die kompletten Ausleger. Sie bestehen aus einem Außenteil, Anlenkstück genannt, und 3 Teleschüben. Andreas Kraus und Mario Kriete arbeiten jetzt an einem Ausleger für den LTM 1750, genauer gesagt am Kopfstück. An diesem bringen die Industriemechaniker die Kopf- und Nackenrollen aus speziellem Kunststoff an. Über diese Rollen läuft später das Hubseil. Je mehr Rollen, desto weniger Kraft braucht der Kran für das Anheben eines Gewichts. Das gleiche Prinzip wie bei den Hallenkranen im Werk. Am unteren Ende des Teleschubs müssen die Industriemechaniker jetzt einen Verriegelungsmechanismus montieren. Zuerst eine Buchse, die in Argon, einem Edelgas, auf minus 196 Grad heruntergekühlt wurde, damit sie sich zusammenzieht. Andreas Gauss setzt sie in eine Bohrung ein. Wenn sich die Buchse auf Umgebungstemperatur aufwärmt, dehnt sie sich aus und sitzt dann bombenfest. Danach kommt eine Stahlfeder in die Bohrung und auf diese Feder der 70 Kilo schwere Verriegelungsbolzen, der am unteren Ende einen Ziehpilz hat. Zum Schluss wird der Verriegelungsmechanismus noch am Teleschub verschraubt. Ein mehr als 100 Tonnen schwerer Mobilkran benötigt auch einen gewaltigen Motor. Der LTM 1750 ist bestückt mit einem vom Kranhersteller selbst gebauten V8-Zylinder-Diesel.
Aus den 16 Litern Hubraum holt er 680 PS. Am LiPo-Motor hängt ein automatisiertes Schaltgetriebe dran von ZF. Und oben haben wir die Hydraulikpumpen für die Lenkung, für die Abstützung, für die Achsfederung und für die Lüfter. Das Einheben des 2,5 Tonnen schweren Aggregats ist eine knifflige Angelegenheit. Monteur Maximilian Schulz gibt von oben Anweisungen. Sein Kollege Daniel Kloker bedient den Hallenkran. Vielleicht noch ein bisschen höher, dann drehen wir. Gut, reicht schon. Wir müssen dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach vorne. Die Monteure müssen die Auflagepunkte für den Motor genau treffen und dabei aufpassen, dass keine Schläuche oder Kabel eingeklemmt werden. Nach 10 Minuten ist der Motor in der richtigen Position und die Monteure können ihn ablassen. Maximilian Schulz und Daniel Kloker positionieren den Motor jetzt noch so, dass er genau mittig im Unterwagenrahmen sitzt. Dazu hängen sie ein Lot exakt in die Mitte des Motors und messen den Abstand nach rechts und links zum Rahmen. 1 Zentimeter Unterschied. Der Motor muss noch 5 mm in Richtung Fahrerseite. Jo, passt. Säße der Motor nicht hundertprozentig richtig, wäre der Schwerpunkt des Mobilkrans nicht genau in der Mitte. Und auch das Gelenkstück der Kardanwelle ließe sich nicht montieren. Die Kardanwelle treibt über Verteilergetriebe 4 der 9 Achsen an. Doch die Montage am Getriebe des Motors gestaltet sich schwierig. Jetzt gehe ich kurz runter und drehe die Gelenkwelle. Ja. Die Bohrung in der Gelenkwelle passt nicht. Jetzt drehe ich an der anderen Gelenkwelle nach, damit unsere Gelenkwelle hier oben passt. Weiter, weiter, die Richtung, das passt, ja. Weiter. Ja, lass mal, so passt, ja. Jetzt endlich lässt sich die Kardan-Gelenkwelle an das Getriebe schrauben. Die nächste Aufgabe für Maximilian Schulz und Daniel Kloker ist der Einbau des Kühlers. Es ist ein Kombinationskühler für das Motorkühlwasser, das Hydrauliköl, die Klimaanlage und die Ladeluft. Denn kalte Luft enthält mehr Sauerstoff und sorgt für eine bessere Verbrennung des Luft-Diesel-Gemischs im Motor. Zunächst schließen die Monteure die Luftschläuche für Klimaanlage und Ladeluft an. Danach die für das Hydrauliköl und das Motorkühlwasser. Zum Schluss verschrauben sie den Kühler am Unterwagenrahmen. Auf der anderen Seite der Montagehalle steht dann die Hochzeit an. Der 16 Tonnen schwere Oberwagenmotor, also das Powerpack, mit einer Zusatzseilwinde wird an die Drehbühne gekoppelt. Teamwork für Alexander Haar und Wilhelm Neth. Technische Finessen erleichtern das Koppeln. Powerpack und Drehbühne haben automatische Schnellkupplungen für die Hydraulikleitungen. Und an der Drehbühne gibt es 2 Einfädelspitzen. Sie sorgen dafür, dass die Hydraulik-Schnellkupplungen exakt ineinander fahren. Alex, ich fahre jetzt vor. Ja. Alex, bei dir passt's, ja? Bei mir passt's, ja. Dank dieser Schnellkupplungen entfällt das Verschrauben von Hydraulikleitungen. Das spart auch Rüstzeit beim Einsatz des Teleskopmobilkrans auf der Baustelle. Nur noch die Verriegelungsbolzen hinein und die Hochzeit ist vollzogen. Auf dem Unterwagen des Teleskopmobilkrans wurden inzwischen der 600 Liter Dieseltank und der Tank für das Hydrauliköl mit einem Fassungsvermögen von 300 Litern montiert und angeschlossen. Auch Teile der Seitenverkleidung wurden bereits angebracht.
Das größte Anbauteil fehlt allerdings noch. Die Fahrerkabine. Sie ist knapp 3 Meter breit und wiegt etwa so viel wie ein Kleinwagen. 1 Tonne. An einer Traverse heben Maximilian Schulz und Daniel Kloker die Fahrerkabine mit dem Hallenkran auf den Unterwagenrahmen. Vor dem Absetzen müssen sie die Anschlussschläuche und Kabel durch die Rahmenöffnungen fädeln und aufpassen, dass nichts eingeklemmt wird. An der Hinterseite befestigen die Monteure die Fahrerkabine mit Stoßdämpfern am Fahrzeugrahmen. Diese Stoßdämpfer sorgen nicht nur für mehr Komfort des Kranfahrers, sie schützen auch die elektronischen Bauteile im Inneren vor zu starken Erschütterungen. Danach verschrauben die Monteure die Vorderseite der Fahrerkabine mit dem Unterwagenrahmen. Für die nächste Aufgabe gibt es Unterstützung von Elektriker Oliver Benz. Es gilt, eine Vielzahl von Leitungen einzuziehen, für die Stromversorgung, die Bordinstrumente, die elektronischen Steuerungen und Überwachungen sowie für die Klimaanlage. Dazu noch Pneumatikleitungen für die Fußbremse, die Handbremse und die Feststellbremse. Dieser Prozess dauert mehr als 3 Stunden. Danach montiert Daniel Kloker noch ein mechanisches Bauteil, das Lenkgestänge zwischen Fahrerkabine und Fahrwerk. Damit ist der Unterwagen weitgehend fertiggestellt. Am kompletten Oberwagen, also der Drehbühne mit gekoppeltem Powerpack, stehen jetzt verschiedene Tests elektronischer und hydraulischer Komponenten an. Diese Tests führen die Geräteprüfer Thilo Edel und Ottmar Gösele durch. Die Bauteile, die sie unter die Lupe nehmen, sind unter anderem die Ballastierzylinder am Powerpack. Sie dienen beim Aufbau des Krans dazu, die Ballastplatte mit den Ballastblöcken vom Unterwagen abzuheben, damit der LTM 1750 beim Hub genügend Gegengewicht hat. Als erstes werden wir jetzt den Motor starten, dass wir die Verriegelung entriegeln können, dass der Ballastierzylinder ausfahren kann. Ja? Dann wird der Druck geprüft, wie viel Druck er beim Ausfahren hat. Wenn das soweit in Ordnung ist, fahren wir die Ballastierzylinder wieder ein und überprüfen den Druck beim Einfahren. Ja? Da brauchen wir so maximal 300 Bar, darf er da haben. So, Oma, ich denke, du kannst den Motor starten. Bevor der eigentliche Test beginnt, löst Ottmar Gösele die Verriegelungszylinder. Sie sorgen dafür, dass die Ballastierzylinder in ihrer jeweiligen Position bleiben. Dann fährt der Geräteprüfer die Ballastierzylinder aus. Thilo Edel kontrolliert an den Manometern den Hydrauliköldruck. Er passt und ist auf beiden Seiten gleich. Jetzt fahren die Geräteprüfer die Ballastierzylinder wieder ein. Ein erneuter Check des Öldrucks. Er passt nicht ganz. Thilo Edel stellt ihn auf den gewünschten Wert ein. 300 Bar. Alles okay. Mit dem Einschieben des Verriegelungsbolzens ist dieser Test beendet. Für die beiden Geräteprüfer stehen jetzt noch etliche weitere Tests von Hydraulik und Elektronik an. Beim Unterwagen des Teleskopmobilkrans wird zunächst der Motor getestet. Dazu bringen die Monteure eine Abgasabsauganlage am Auspuffrohr an. Der Diesel- und der Hydrauliköltank sind schon gefüllt.
fehlt nur noch das AdBlue, eine flüssige Harnstofflösung zur Reduzierung der Stickoxidemissionen. 60 Liter fasst der Tank des LTM 1750. Jetzt kann Maximilian Schulz den 680 PS Diesel zum ersten Mal starten. Dabei geht es nicht nur darum, ob der Motor rund läuft und sauber hochdreht. Wir haben einige Testprogramme, die den ganzen Unterwagen durchtesten. Die werden nacheinander durchgespielt. Als erstes mache ich den Lüftertest. Wir lassen den Lüfter hochdrehen auf volle Power und schauen, ob alles dicht ist. Der Lüfter kühlt das Motorkühlwasser, die Ladeluft für die Dieselgemischverbrennung, das Hydrauliköl und er betreibt die Klimaanlage. Keiner der Kühleranschlüsse darf ein Leck haben. Bestanden. Alles dicht. Test Nummer 2, die Lenkung. Auch hier ist alles okay. Als nächstes kommen die Hydraulikölpumpen des Unterwagenmotors auf den Prüfstand. Die sorgen dafür, dass ein Kranbetrieb in eingeschränktem Maß auch ohne das Powerpack, also den Oberwagenmotor, möglich ist. So kann sich der Mobilkran am Einsatzort beispielsweise selbst aufbauen und sich zum Schluss auch selbst das Powerpack aufsetzen. Daniel Kloker schließt ein Manometer an. Damit prüft er den Druck, den die Hydraulikölpumpen liefern. Einmal kurz nachjustiert, dann ist auch dieses Testprogramm beendet. Handarbeit ist nicht angesagt bei der Rädermontage des Teleskop-Mobilkrans. Denn jedes der 18 Räder wiegt stolze 300 Kilogramm. Für diesen Spezialstapler ist dieses Gewicht allerdings kein Problem. Mit ihm kann Monteur Maximilian Schulz die 455er Reifen problemlos auf die Radnaben setzen. Die gewaltigen Pneus haben einen Durchmesser von 1,50 Meter und sitzen auf 25 Zoll Felgen. Die Profiltiefe der Reifen beträgt 2,8 cm. Der Reifendruck rund 8 bar. Rund 2.500 Euro kostet ein Rad. Der komplette Rädersatz für die neuen Achsen liegt bei etwa 45.000 Euro. Auch das Anziehen der 10 Muttern pro Rad erledigen die Monteure maschinell. Die Drehmoment-Schraubmaschine, die immer 2 Muttern auf einmal anzieht, liefert die dafür notwendigen 600 Newtonmeter. Mithilfe dieser Spezialmaschinen benötigen 2 Monteure nur 2 Stunden, um alle 18 Räder zu montieren. Das Hubseil des Teleskopmobilkrans ist 700 Meter lang und 4 Tonnen schwer. Die Geräteprüfer Thilo Edel und Ottmar Gösele müssen das gigantische Hubseil jetzt auf die Seilwinde des Oberwagens spulen. Dazu setzen sie zunächst die Seiltrommel in eine Abwickelvorrichtung. Das Ende des 2,5 cm dicken Seils hängen sie an den Haken eines Hallenkrans und ziehen es damit zur Seilwinde der Krandrehbühne. Daran wird es jetzt verschraubt. So, das war's. Sind die Schlösser eingezogen? Und jetzt müssten wir runtergehen und die Vorspannung anschauen. Denn die Geräteprüfer können das schwere Seil nicht einfach so ohne weiteres auf die Winde aufspulen. Ottmar Gösele legt es zunächst auf eine Umlenkrolle und zieht diese mit dem Kran nach oben. Währenddessen nimmt sein Kollege noch weitere Einstellungen vor. So, an der Aufziehvorrichtung vom Seil machen wir hier eine Bremse, die durch eine gewisse Feuerkraft vorgespannt wird,
so dass ich eine Bremskraft habe von ca. 500 Kilogramm. Ist die Bremse aktiviert, muss die Kranwinde mit 5000 Newton Kraft ziehen, um das Seil straff aufzuspulen. Die Seilvorspannung ist dem Grund wichtig, dass wir kein loses Seil auf der Winde haben, wodurch es zu Schaden kommen kann an der Winde. Ja? Und auch, wenn wir Last aufnehmen, ja, und wir haben ein zu lockeres Seil auf der Winde, kann es hierzu führen, bei Aufnahme der Last, dass die Last nach unten fällt und das Seil einen Schaden bekommt und im schlimmsten Fall auch reißt. Thilo Edels Kollege Ottmar Gösele spannt das Hubseil, indem er die Umlenkrolle mit dem Kran nach oben zieht. Auf die Seilwinde der Drehbühne trägt er Wachs auf. Es dient als Korrosionsschutz für das Stahlseil. Thilo Edel startet die Winde des Mobilkran-Oberwagens. Das Aufspulen des 700 Meter langen Hubseils dauert mehrere Stunden. In der Teleskopauslegerhalle bereiten die Monteure das Ineinanderschieben der Auslegersegmente vor. Die Innenseite dieses Teleskopschubs ist schon eingefettet. An die Enden legt Mechaniker Andreas Gauss Gleitplatten aus teflonartigem Kunststoff. Diese Bananenbleche dienen der Arretierung der Gleitplatten. Auch am unteren Ende des Teleskopschubs sind bereits Gleitplatten angebracht. Jetzt heben die Monteure diesen Teleskopschub in den nächstgrößeren ein. Das Tele 3 muss ins Tele 2. Dabei müssen die Männer den Hallenkran vorsichtig manövrieren, damit der 15 Meter lange und 6 Tonnen schwere Schub nicht ins Pendeln gerät. Immer wieder messen die Mechaniker nach, ob das Tele waagerecht ins andere hineinläuft oder zu verkanten droht. Bevor das Tele 3 ganz ins Tele 2 eingeschoben werden kann, bringen die Monteure auch auf der Innenseite des Tele 2 Gleitplatten an und befestigen sie mit Bananenblechen. Die Kranschlaufen werden entfernt, weil sie beim Einschieben stören würden. Jetzt hängen die Männer das Tele 3 mit Ketten hinten an den Hallenkran und schieben es komplett ins Tele 2. Ist es drin, schnappt der Bolzner raus und verriegelt das Tele 3 im Tele 2. Erst wenn alle Teleskopteile ineinander geschoben sind, können die Monteure die Telematik einsetzen. Dieser Hydraulikzylinder ist dafür zuständig, die Teleskopschübe auszufahren. Der Teleskopierzylinder wird hier eingefügt. Wir haben hier in dem Moment ja diese zwei Zylinder, die das einzelne Teleskopierteil verbolzen. Und wenn dann in dem Moment das verbolzt ist, wird über die Zange dieser Pilzkopf gezogen. Der Pilzkopf hat oben am Ende einen Bolzen. Dieser Bolzen wird frei. Somit kann der Teleskopierzylinder das ganze System nach außen schieben, auf die Länge wie gewünscht. Der Unterwagen des Teleskopmobilkrans ist fertig. Auch die vier hydraulischen Abstützungen für den Kranbetrieb sind schon montiert und werden jetzt ausgefahren. Alles ist nun bereit für das Aufsetzen des Oberwagens. Dieser besteht aus der Krandrehbühne und dem Oberwagenmotor, dem Powerpack. 26 Tonnen wiegt das Ungetüm. Mit zwei Hallenkranen hieven es die Männer jetzt zum Unterwagen. Also wir müssen jetzt beim Hallenkranbetrieb aufpassen, dass wir schön langsam und synchron fahren, da sonst hier
wir gegen die Regale prallen können oder gegen andere Hallenkräne. Es folgt der heikelste Moment der Hochzeit. Das Aufsetzen des Oberwagens auf den Unterwagen. Denn die Bohrungen des Drehkranzes vom Oberwagen müssen exakt an die passenden Bohrungen der Aufsetzfläche des Unterwagens. Damit die Löcher von Drehbühne und Unterwagen zueinander passen, haben wir diese Schablone. Damit suchen wir in dem Lochkreis die richtige Position der Bohrungen. In dieser Stellung kann ich diesen Zentrierbolzen eindrehen. Das gleiche machen wir hier oben an der Drehbühne. Man sieht, so passen die Löcher nicht zueinander. Dann muss ich die Schablone so weit bewegen, dass ich die richtige Position der Löcher finde. Diese Position wäre jetzt richtig. Mache ich eine Markierung im Stift. In das Loch mit der Markierung muss jetzt der Zentrierbolzen hinein. Filigranarbeit an den Fernbedienungen der Hallenkrane. Passt bei dir? Ja. In die Bohrungen kommen nun insgesamt 388 Dehnschrauben. Sie sind selbstsichernd, das heißt, sie können sich auch bei hoher Beanspruchung nicht von alleine lösen. Jetzt stellt Montierer Alexander Corona die Hydraulikverbindung zwischen Unter- und Oberwagen her. Damit ist der Kranbetrieb auch ohne Powerpack möglich, wenn auch nur eingeschränkt. Mit der Montage der Elektronik-Steuerkabel ist die Hochzeit zwischen Unterwagen und Oberwagen vollzogen. Das 16 Tonnen schwere Powerpack muss jetzt von der Drehbühne entfernt werden, damit mehr Platz in der Halle ist für die Komplettierung des Mobilkrans. Der riesige Teleskopausleger des Mobilkrans LTM 1750 ist auf dem Weg zur Montagehalle. Doch bevor sie ihn am Kran befestigen können, müssen Alexander Corona und Patrick Elmer erst die WIP-Zylinder an die Drehbühne montieren. Je 2,5 Tonnen wiegen diese Hydraulikzylinder. Sie sind 6 Meter lang und haben einen Durchmesser von 50 cm. Im Kranbetrieb dienen sie zum Anheben und Absenken des Teleskopauslegers. Beim Einheben müssen die Monteure exakt arbeiten, damit sie die WIP-Zylinder mit den 19 cm dicken Stahlbolzen verriegeln und diese anschließend verschrauben können. Nachdem beide WIP-Zylinder montiert sind, werden sie an das Hydrauliksystem angeschlossen. Damit sie den Teleskopausleger auch mit Last bis zu einem Aufstellwinkel von 86 Grad anheben können, benötigen sie einen gewaltigen Öldruck von bis zu 400 Bar. Hier haben wir die Zylinderverbindung. Die regelt praktisch den Druck zwischen dem linken und dem rechten Zylinder, dass die immer gleich arbeiten. Wäre der Druck unterschiedlich, würde das zur Überlastung eines Zylinders führen und damit zu einem Totalausfall des Mobilkrans. Zur Fertigstellung des Teleskopmobilkrans fehlt jetzt nur noch ein Anbauteil, und zwar das schwerste. 35,7 Tonnen wiegt der gewaltige Teleskopausleger. Eingefahren ist er 16,3 Meter lang, ausgefahren 52 Meter. Um das Ungetüm zu montieren, benötigen Patrick Elmer und Alexander Corona zwei der großen Hallenkrane. Mit ihnen buxieren sie den Ausleger zum Mobilkran. Nach 3 Minuten ist der Teleskopausleger an der Anschlagstelle der Drehbühne. Die Montage erfordert Fingerspitzengefühl. Also wir fahren jetzt hier mit dem Ausleger rein.
Da müssen wir hier ganz genau die Mitte von der Drehbühne treffen. Vom Kran her selber muss man hier auf die Schiene aufsetzen und dann zurückfahren. Und dabei muss man mit dem vorderen eben links-rechts spielen, dass der Ausleger schön gleichmäßig hier da hinten drin sitzt, dass wir nachher später die Bolzen gut reingeschoben bekommen. Die Verriegelungsbolzen müssen durch diese Messingösen. Sie haben Schmiernuten, in die die Männer jetzt noch Fett pinseln. Dann beginnt die Filigranarbeit mit den Kranfernbedienungen. Hast du noch Luft? Ja, ein bisschen. Okay, ich bin dran. Wir sind auch dran. Gut. Gut, dann können wir verbolzen. Ne? Bolzen dieser Größenordnung lassen sich nicht mehr per Hand einschieben, sondern nur mit einer Spezialvorrichtung und Maschinenkraft. Sind wir schon drin? Ja. Gut. Gut. Okay, das war's. Jetzt müssen Patrick Elmer und Alexander Corona die WIP-Zylinder am Teleskopausleger befestigen. Auch hier fetten sie wieder die Messingösen und die Verriegelungsbolzen. Mit den Hallenkranen heben sie die WIP-Zylinder an. Dann kommt erneut die Verbolzmaschine zum Einsatz. Gut. Sind wir drin? Fertig, ja. Nachdem beide Bolzen drinnen sind, werden sie noch mit Schrauben gesichert. Der Teleskop-Mobilkran ist fertig montiert. Jetzt steht der erste Funktionstest an. Dazu schaltet Industriemechaniker Patrick Elmer von der Krankabine aus den Motor des LTM 1750 an. Den Funktionstest führt er mit der Funkfernbedienung des Mobilkrans durch. Zuerst checkt er, ob die WIP-Zylinder, die den Teleskopausleger heben oder senken, richtig arbeiten. Test Nummer 2. Der Drehkranzmotor, der den Oberwagen ruckfrei um 360 Grad drehen können muss. Der dritte und letzte Test gilt dem Kranausleger. Patrick Elmer prüft, ob er korrekt austeleskopiert. Alle Systeme arbeiten einwandfrei, zumindest ohne Last. Auf dem Testgelände des riesigen Werks wird der Teleskopmobilkran LTM 1750 vor der Auslieferung an den Kunden 4 Wochen lang auf Herz und Nieren geprüft. Und zwar mit allen Konfigurationen, die der Kunde bestellt hat. Für den heutigen Test haben die Techniker 204 Tonnen Ballast aufgelegt und auf den Teleskopausleger eine über 30 Meter lange Gitterwippspitze montiert. Konkret geht es darum, ob die Schweißnähte an den Teleskopschüben auch unter Höchstlast halten. Vor dem Test besprechen sich Vorarbeiter Ralf Leichtle und der Geräteprüfer und Kranfahrer Stefan Sauerbier. Ich habe jetzt die 31,5 Gitterwippspitze gerüstet. Okay, dann müssen wir jetzt alle Teleschübe auf 92% fahren, dass wir die Wippspitze entsprechend dem Kriterium belasten können. Dann sehe ich hier, dann muss ich 49 Tonnen heben. Ja, so korrekt, ja. Der Test beginnt. Der Kranfahrer fährt alle 3 Teleskopschübe auf 92% aus. Der Teleskopausleger ist jetzt 49 Meter lang. Mit Gitterspitze hat der Kran eine Gesamthöhe von 85 Meter. Stefan Sauerbier zieht mit dem Hubseil an. Die Last, die er aufnimmt, wird immer größer.
Lastmomentbegrenzung heißt es in der Fachsprache. Jetzt ist der Moment, wo der Kunde nicht mehr weitermachen kann. Das heißt, das Gewicht ist zu schwer. Aber dadurch, dass wir auf der Abnahme sind, können wir das überbrücken und auf 130% fahren, so dass wir den Kran ausgiebig testen können. Ich muss jetzt hier den Schlüssel drehen, dann blinkt es hier oben, jetzt kann ich weiterfahren. Diese Möglichkeit der Überbrückung haben nur die Geräteprüfer im Werk. Wir haben jetzt die Prüflast erreicht von 49 Tonnen und der Kran steht noch. Der Test mit der 31,5 Meter Gitterwippspitze ist bestanden. Mit größeren Gitterwippspitzen kann der Teleskopmobilkran LTM 1750 bis zu knapp 120 Meter weit auslegen. Bei diesem Einsatz in der Hamburger Speicherstadt ist eine 49 Meter Gitterwippspitze montiert. Mit ihr kann der Kranfahrer eine 38 Tonnen schwere Gebäudebrücke an ihren Bestimmungsort hieven, über ein mehrstöckiges Haus hinweg. Beim Abschlusstest des Teleskopmobilkrans geht es um die Fahreigenschaften des LTM 1750. Fabian Stöhr prüft vor allem Getriebe, Bremsen und das Lenkprogramm 1 für den Straßenbetrieb. Je langsamer der Kran fährt, desto mehr Achsen werden gelenkt. Jetzt schalte ich um auf das Lenkprogramm 2. In diesem Lenkprogramm kann der Kran seinen kleinsten Wenderadius fahren. Bei diesem Manöver sind alle 9 Achsen gelenkt. Lenkprogramm 3 ist der sogenannte Hundegang. Alle Achsen lenken in die gleiche Richtung. Beim Lenkprogramm 4 fährt der Kran nur mit vorderem Lenkeinschlag, ohne dass das Heck ausschert. Ergebnis des Tests: Alle Systeme funktionieren. Jetzt muss der LTM 1750 nur noch zur Endlackierung. Danach wird das Lastenwunder an den Kunden ausgeliefert.